Oh, Leute, hier ist der Pete Olmsen, mal wieder im Lande, aus dem Urlaub zurück und geht auf den Herbst zu. Und das Wetter sieht ja gar nicht gut aus, das soll ja erheblich Regen geben. Ich muss gleich mal ein Radio anstellen. Und ich sitze ja groß im Einsatzzentrale, da bei den Fahrdienstleiter und lässt gerade alle Waggons hier erstmal ordentlich auf Positionen bringen, damit Platz ist. Das Holz muss reingeholt werden, schön trocken geworden im Sommer. Und es wäre jetzt schade, wenn das alles wieder durch den Regen, der da angesagt wird, also über 100 Liter und noch mehr, das wäre eine Katastrophe. Dann ist das ja vollkommen nass und dann fault uns das dann mal auf dem Lagerplatz herum. Also Großeinsatz heute bei der LGB. Natürlich ist jetzt im Moment noch so trocken, also ist ja gerade aktuell da im Brocken, brennt ringsherum, dass die Waldbrandgefahr nur zulässt, dass wir im Augenblick mit Batterie oder mit Dieselloks fahren können und möglicherweise hauptsächlich mit Batterieloks, so wie das da angesagt ist. Steffen ist auf dem Weg hierher und ich werde mal jetzt hier kurz ins Radio reinhören. Sieht das ja im Wetterdienst so. Aber da kommt noch deutlich mehr. Es wird deutlich kältere Luft, Polarluft einfließen im Verlauf der kommenden Woche. Ja, und es kann sogar zum Ende der Woche dann beziehungsweise in der zweiten Wochenhälfte ein kräftiges 5B-Tief geben mit extremen Regenfällen. Aber dazu später mehr. Erstmal Ruhe bewahren, das sagt die Schule. Hallo Pete, hier ist der Steffen. Steffen, yo, ich bin hier unten und guck mir gerade mal an, was da alles geplant ist. So wie ich das jetzt mitgekriegt habe, haben wir ja heute auch mal wieder Dampflokverbot. Aufgrund der extremen Hitze und der Trockenheit sind wir jetzt auf Diesel und die Akkuloks angewiesen. Und so wie ich das sehe, ist jetzt erstmal Hauptanliegen, das Stammholz so schnell wie möglich jetzt zum Sägewerk zu bringen, damit das dann auch unter Dach kommt. Weil wir haben das ja extra mühevoll jetzt den ganzen Sommer da schön trocknen lassen. Und das wäre ja schade, wenn dann bei den angekündigten Regenmengen das ist ja dann alles verloren. Dann fault uns ja den Finger weg. Jo, Pete, das ist erstmal so ein kurzer Überblick hier. Und ich nehme an, das geht gleich los, die große Aktion. Wie war der Urlaub? Oh jo, Steffen, das war schon eine schöne Sache. Ne? Viele Freunde besucht und das Wetter war auch ziemlich beständig. Und dann habe ich ja wieder viel Neues dazugelernt. Und naja, wie das in Urlaub so ist, bei mir geht das immer in Arbeit unter. Und oh, das macht nichts. Nun, jetzt sind wir wieder hier und will ich mich auch gleich mal reinhängen hier, weil es ist ja echt interessant. Man kommt normalerweise in den grauen Norden hier, wo es immer kaum Sonne gibt. Und was treffe ich hier an? Tropische Temperaturen, es ist richtig heiß, alles trocken. Der Brocken brennt, mein Gott, nicht nochmal, was hier los ist, ne? Oh, der Landrat mit fliegenden Jackett, das heißt nichts Gutes, oder? Jo, und dann jetzt diese Ansage mit dem 5B-Tief, oder wie das da heißt, also das hört sich ja gar nicht gut an, ne? Ja, Pete, wie du das siehst, wir haben wieder fahren heute auf Sicht, das heißt, mehrere Züge können dann gleich hintereinander fahren, wenn kurzen Abstand, da haben wir das ganze Problem mit den Blocks und so weiter. Natürlich für den sonstigen Verkehr, das hält ja immer auf, wenn so lange Blockabschnitte sind. Jetzt kommen wir ziemlich schnell hintereinander weg. Und du siehst, da sind da kaum 200-300 Meter Abstand und dann folgen die sich gegenseitig auf den Socken schon. Und heute im Einsatz in die E1, hier, die jetzt gerade um die Kurve fährt, davor dann so eine Akkulok, die aus der Schweiz mal exportiert wurde oder importiert wurde. Hier die E1 im Bild, hat eine Nummer 2 hier. Und da wartet gerade die Schweizer Lok im Bahnhof, bis sie eine Ausfahrt kriegt. Und hinten auf dem Haken direkt dahinter steht ja schon wieder die E1. Und dann geht das jetzt über die Strecke rüber, einmal über die Neubaustrecke, die Westbahn. Und dann Richtung Heimatbahnhof, aber da ist eine ganze Ecke noch hinten. Thank you.
hier gibt es im Augenblick so eine Art Überholmanöver, was immer das jetzt für einen Sinn hat. Ich kann das jetzt von der Zugleitung da auch nicht ganz verstehen, wieso da nicht durchfährt und wieso jetzt die E1 da an vorbeizieht, aber das kann natürlich auch so gucken, wenn da drin ist, läuft der Fred und wieder einer dieser Späße von Fred, die ja da ausgegungelt hat mit dem Fahrdienstleister, damit er nach vorne kommt in der Pool Position. Ne? Aber wir wollen das aber nicht übertreiben, es geht ja jetzt um das trockene Holz. Und aber die Späße sind ja so beliebt bei den Lokführern, da kann man gar nicht, muss man drüber weggucken. Ne? Ist auch nicht so schlimm hier. Ne? BKP hat auch immer so eigene Philosophie. Hauptsache, die Arbeit macht Spaß und dann ist auch kein Problem. Dann wollen wir mal sehen, dass wir das Holz hier noch trocken nach Hause kriegen. Ja, Stem, was ich eigentlich nochmal fragen wollte, diese EA1 Nummer 2, die kreischt aber auch schon ganz schön im Getriebe. Joe Peters, das ist auch eine sehr alte Lok, die ist ja quasi schon im musealen Bestand bei der BKB und die fuhr früher schwere Marmortransporte und das war logisch, dass das Getriebe dann schwer belastet war und jetzt hat sie jetzt ihr Gnadenbrot hier. Dahinter die Rungenwagen, das ist für Langholz konstruiert und sind immer gekoppelt, die haben eine feste Maulkupplung. Sind also immer in zweier Kompositionen gekuppelt. Der erste Wagen hat so einen Hydraulikladekran drauf. Das ist natürlich zur Arbeitsvereinfachung. Braucht man nicht immer einen Bagger in der Nähe zu haben, um das aufzuladen. Und ansonsten sind die Waggons untereinander dann mit Hakenkupplung versehen. Fabrikat ist Regner. Das ist sehr solide und da kann man nichts verlieren. Die Verbindung von Lok zu ersten Waggon ist auch zusätzlich mit einer LGB-Kupplung oder einer LGB-Art-Kupplung. Das ist eine etwas schmalere Ausführung, die bei uns viel Verwendung gefunden hat, aber jetzt auch schon langsam wieder verschwindet und durch Balancierkupplungen ausgetauscht wird. Steffen, wenn ich daran denke, wie doch relativ öde das letzten Herbst hier ausgesehen hat, dann ist ein Jahr Vegetation doch schon eine tolle Sache. Also ich will nicht sagen, es ist gerade ein Urwald hier gewachsen, aber es ist wirklich alles gut angegangen und natürlich hat dieses Jahr auch die Möglichkeit des Regens, die immer abwechselnd mit der Sommerperiode stattgefunden hat, heiß und dann mal wieder ein bisschen Regen, wieder heiß, wieder Regen, hat natürlich das Ganze hier zum Glänzen gebracht. Und auch die Sandsteinplatten haben sich gut gehalten, nirgendwo Schaden entstanden, obwohl es ja nach einem Jahr wird sich sowas da zeigen. Dann, ne? Was ist hier im Bild? Das ist doch die Schwesterlok von der E1, die da jetzt gerade gezeigt wird. Ja, genau, Pete. Das ist die E1, die auch üblicherweise im Personenverkehr noch eingesetzt wird. Deshalb noch die beige-grüne Lackierung, während die andere Nummer 2 hat ja schon das BKB-Grün für den Güterverkehr. Die Eigenart, dass sie vor Personenzüge gespannt werden kann, ist vor allem deshalb wichtig, weil sie etwas schneller ist und mit 40 Stundenkilometer auch dann für den normalen Personenzugverkehr geeignet ist. Unsere Bremserleute, die dann manchmal da hinten noch draufstehen, haben schon manchmal eine Funktion, indem sie tatsächlich bremsen müssen. Denn bei diesen Holztransporten, da wird natürlich nicht viel rumgekuppelt und die Bremse wird immer noch mit der Hand gemacht. Es sind ja nur drei Waggons, das kann man alles dann in den Griff kriegen. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Die kleine Schweizer Lok, die stammt, glaube ich, aus einer Produktionsreihe, wo man eine kürzere Form gefunden hat und die ist im Akkubetrieb. Kann man auch in Oberleitungsbetrieb fahren, aber da wir ja keine Oberleitung haben, sind wir auf Akkubetrieb angewiesen und letztendlich das Soundmodul da drin zeigt auch schon, dass das Getriebe schon etwas heruntergewirtschaftet ist. Das ist eben so eine Selbstbaulok aus Teilen.
Und ich fand die ganz hübsch und jetzt hat sie eben auch einen schönen Farbanstrich gekriegt, dass das ihre Schweizer Vergangenheit auch dann zur Wirkung kommt. Hier sieht man schön, wie die Züge dicht aufeinander folgen und man sieht auch die Vegetation und der Bahndamm selber schon ein Gesamtkunstbild. Hier die neue Baustelle, da geht es ja gerade darum, an der Ausweiche gibt es jetzt ein zusätzliches Ladegleis. Das war schon immer lange geplant, aber dann ist das verschoben worden auf dieses Jahr. Dazu gibt es auch übrigens eine nette extra Dokumentation, wo das dann gezeigt wird, wie die Weiche da eingebaut wird. Und das ist sehr interessant, das ist natürlich wieder zum Einsatz der Kräne gekommen. Das wird vielleicht demnächst auch mal als Film erscheinen. Übrigens sieht man hier, dass es ganz schön lange Stämme sind. Sie sind aus dem diesjährigen Einschlag im Winter letzten Jahres und haben jetzt gut ein Jahr gelegen. Und deshalb ist auch gut, dass sie jetzt unter Dach kommen, weil die Austrocknung ist zwar noch nicht ganz abgeschlossen, die Lufttrocknung, aber immerhin spart eine Menge Geld, die Lufttrocknung. Da muss man nicht alles immer technisch trocknen, was natürlich einen enormen Aufpreis mit sich bringt. Für die Verwertung dieses Holzes jetzt im ländlichen Bereich ist das überhaupt kein Problem, denn da sind die 20% Restfeuchte auf jeden Fall eingehalten. Ja, bitte. Hier sieht man nochmal schön beim Vorbeifahren des Zuges, wie der Bremser sich hinten mühevoll dann vorbereitet, weil gleich kommt nämlich die Abfahrt, die steile Abfahrt, wo dann auch die Bremse angezogen werden muss. Man sieht, die E1 für den Personenverkehr hat vorne auch schon eine sogenannte innenliegende Balancier-Hakenkupplung. Und die Waggons selber haben alle auch Hakenkupplung. Auf der Suche nach Insekten haben die Vögel hier in den Baumstamm ca. 30 cm tiefe Löcher reingenagt. Anscheinend eine Futterquelle, die unbegrenzt ist. Hier sieht man den Bremser bei der Arbeit oder hier den Zug, der gerade den Berg runterkommt. Da, ich glaube, da hört man sogar noch das Kreischen der Bremsen. Ich glaube, bei der E1, die hat ziemliches Tempo drauf, da muss sich ordentlich jetzt in die Eisen legen. Und mich würde nicht wundern, wenn die auch mal Kontakt kriegen, aber naja, das ist ein BKW, da ist alles möglich. Die Waggons sind ja solide gebaut. Jetzt nähern sich die einzelnen Loks mit ihren Holzwagen dem Ziel. Das Ziel ist das Abstellgleis vor dem Aufstellbahnhof, wo eigentlich alle Holzzüge immer zwischengelagert werden, bevor sie nachher dann in die Verarbeitung kommen. Das ist dann eine Sache, die kann man zwischendurch mit den Rangierloks erledigen. Das geht so und so Waggon für Waggon. Und dann lohnt sich immer, wenn man ein Gleis frei dafür hat, dass man diese Wagen alle hintereinander abstellen kann und dann das abarbeiten kann. Man kann sagen, die Bremser haben jetzt unten auf dieser Strecke ein durchgeschwitztes Unterhemd, weil es ist auch eine schwere Arbeit, immer die Bremsen anzuziehen. Und es ist auch ziemlich nervig, da hinten auf dem Zug zu stehen. Natürlich kann man das durch moderne Luftdruckbremsen in den Griff kriegen, aber bei den Holzarbeitern dauert das viel zu lange, das alles zu kuppeln. Und solange das drei Waggons dahinter ist, ist das kein Problem. Leute gibt es ja genug hier bei der BKB, das macht ihnen auch Spaß, diese Arbeit zu übernehmen. Es ist alles freiwillig und es ist eigentlich immer so eine
Zeit, dass das Leute sind, die in dem Alter sind, wo sie langsam auch in Ruhestand gehen und froh sind, wenn sie dann noch was zu tun haben. Es hält nichts jünger als die Arbeit über das Rentenalter hinaus. Und so wie der Schauspieler auf der Bühne sterben will, will der Eisenbahner auch hinten als Bremse auf dem Zug stehen. Oder irgendwo ein Blödsinn, der da erzählt wird. Natürlich stirbt man nie gesund. Ja, Steffen, das ist ja nun mal ein schöner Überblick. Ich denke mal, das wird den ganzen Tag noch so weitergehen. Es ist ja noch Holz genug im Wald. Und Waggons sind ja auch noch da. Aber wir müssen mal dran denken, wir sind schon bald bei 17 Minuten. Und das Höchste, was ein YouTube-Anschauer verkraften kann, sind, glaube ich, 1,5 Minuten. Also da müssen wir schon leichte Pflegefälle behandeln. Es ist phänomenal, was man alles so im Angstzustand macht, wenn so ein Schlechtwetterphänomen auf einen zukommt. Wir hoffen, dass es gar nicht so schlimm wird, aber wir werden nicht auf die Idee kommen, das Holz alles wieder in den Wald zu bringen, nur weil der Regen zu wenig ist. Da bleibt er natürlich jetzt völlig absurd. Jo, wir verabschieden uns und werden dann demnächst noch mal kurz darüber berichten über die Baustelle. Das wollen wir nicht aus dem Auge verlieren. Ich denke mal, das wird auch ein längerer Bericht, aber man kann sich ja darauf einstellen. Jo, auf jeden Fall schönen Dank, Steven, für die Erklärtätigkeit und wir beide verabschieden uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.